Wir schauen heute mal, dass wir wieder ein bisschen auf Wörter eingehen. Ich habe in den letzten Selbstgespräche das Ganze sehr runter rationalisiert auf die wirklich einfache Erkenntnis, die nicht diskutierbar ist. Und darum ist es, das musst du tausende Male wiederholen, bis das sich wirklich setzt. Diese große Erkenntnis, wie unendlich geistlos und geistig ich eigentlich bin, der ich zu sein glaube, wenn ich mir ständig mit meiner Logik, mit meiner anerzogenen Logik, meiner Lehre und meiner Erzieher einrede, dass ich mit dem, was ich mir größtenteils denke, nichts zu tun habe. Das ist der eigentliche Kernpunkt, der springende Punkt, Der der springende Punkt. zuerst einmal verstanden werden muss, also wirklich abgehakt werden muss. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Ich sage immer wieder, Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt, um Perspektiven. An dieser Diskussion leiden einseitig Recht haben würde. Die große Erkenntnis, dass es einen gemeinsamen Parameter gibt für all diese ausgedachten Phänomene, ob das Religionen sind, ob das politische Weltbilder sind, ob das persönliche Meinungen sind, es gibt einen gemeinsamen Parameter, das ist nämlich der, der mit diesen Phänomenen, mit diesen Einseitigkeiten konfrontiert wird. Con zusammen in Front. Von dem er sich das ausdenkt. Der gemeinsame Parameter bist du Geist. Egal was du zu sehen, Betonung liegt auf Ehe, was du zu sehen bekommst, es ist deine Information, ob du das jetzt nur denkst, als träumender Geist dir selber denkst, oder ob das auf deiner Vorabrede in Erscheinung tritt. Beides ist eine von dir Geist wahrgenommene Information. Wenn es nämlich nicht in dir drin wäre und alles spielt sich in dir selbst ab, nicht außerhalb von dir. Zweites Gebot halten. Es kann zwar illusorisch halb außen sein, aber wenn du dir was ausdenkst, ist es trotzdem inne. Darum ist es so wichtig. Ich merke das in Gesprächen, in Einzelgesprächen, was natürlich dann immer wieder von dem jeweiligen Intellekt gefiltert wird, dass hier im großen Teil, dass diese einfachen Sätze nicht verstanden sind. Wenn ich immer wieder sage, in dem Moment, wo in dir was existiert, muss das entsprechende nicht existierende, Wellenberg existiert, muss ein Dahl da sein, um das nochmal ganz klar auf den Punkt zu bringen. Das ist elementar wichtig. Ich garantiere dir jetzt, wenn du normal denkst, das, was ich dir jetzt erzähle, ist für dich Geist, der du mich jetzt sprechen hörst. Tausendmal wichtiger, wie wenn du 5 Millionen im Lotto gewinnen würdest. Das ist ein Nichts, das würde ich nur wieder in die Vergessenheit führen. Das heißt, ich sage jetzt mal, wir gehen jetzt erst einmal von unserer Nulllinie aus, die eigentlich ein Punkt ist. Das wäre der Punkt in der Camera Obscura. Alles, was prinzipiell ist, jetzt ist, was noch sein wird und was jemals war, befindet sich in dem Punkt. Und zwar in zwei Zuständen, entweder existierend als Einzelpersonen oder nicht existierend. Um das verstehbar zu machen für dich in deiner Vorstellungswelt mit deinem jetzigen Intellekt, denkst du dir an Wasserspiegel? Du bist immer, du bist unten. Dieses Wasser unten ist die Kamera von der Camera Obscura. Was du dir jetzt räumlich vorstellst mit dem Gegenstück, ist eigentlich alles in dem Punkt. Und sobald du dir was denkst, der Wasserspiegel, der ein Punkt ist, ist jetzt, wäre jetzt eigentlich die Wasserspiegel, die Wasseroberfläche von dem, der immer ist. Aber er ist ja die Oberfläche, er ist alles. Du musst dir das als Punkt vorstellen. Und in dem Moment, wo wir jetzt einen Wasserberg aufschmeißen, wir sagen einfach eine gewisse Menge an Wasser in einer gewissen Form, entsteht im selben Moment das als Nichtform, weil das fällt ja dann unten. Ich sage immer wieder, das Tal selber, das Wellental ist ja eigentlich nichts und dazu gehört jetzt der Berg. Nehmen wir jetzt als Wasser. Jetzt geht schon los, wenn ich so eine gewisse Menge Volumen an Wasservolumen ist Rollen. Das hat nichts mit Raum zu tun. Mehr mit einem Traum wie mit einem Raum. T-Raum heißt aber ein gespiegelter Raum. Okay, jetzt pass auf, um das jetzt in einen schönen Beispielmacher zu bringen. Wir sagen, du schläfst ohne zu träumen. Das wäre das absolute Nichts. Da wäre nur der Punkt dort, den wir uns jetzt natürlich ausdenken. Und in dem Moment, das Erste, was in dir auftaucht, ist das Geräusch Nichts. Das Wort Nichts als Geräusch. In dir taucht das Geräusch Nichts auf. Da muss im selben Moment
genau dieses Geräusch Nichts gespiegelt als ein Nichts-Dasein. Denk an den Wellenberg, der aus Wasser besteht, haben wir genau dasselbe im Gegenteil, was nichts ist. Genau genommen nennst du das die Stille. Das heißt, da ist eine ewige Stille und aus dieser Stille hebt sich das Geräusch Nichts heraus und dann ist im selben Augenblick ist praktisch hier gespiegelt die Stille. Zum Lärm, zum Geräusch gehört nämlich die Stille. Wir können das jetzt spiegeln. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ist jetzt schon still. Stille kann man ja nicht wahrnehmen. Erschaffst du aber trotzdem als Hintergrund ein Geräusch, du brauchst das Geräusch. Klingt jetzt komplizierter, wie es ist. Ich versuche immer wieder das klar zu machen, weil wenn du noch nicht in der Lage bist, gespiegelt zu denken. Jetzt gehen wir mal zurück. Das sind Sachen, die ich wirklich zigfach wiederholt habe. Wir bleiben mal zuerst flächig. Ich sage, wenn wir uns jetzt einen kleinen Kreis denken, einen kleinen Kreis ist drumherum ein Hintergrund. Denk an unser Blatt Papier, das natürlich wieder eine Grenze hat, wo wieder ein Hintergrund ist. Wir denken uns jetzt ein unendlich großes Blatt Papier. Und auf das malen wir genau ins Zentrum malen wir einen kleinen Punkt, was ja eine kleine Fläche ist. Dann haben wir eine kleine Fläche und eine unendlich große Fläche. Und jetzt tun wir die kleine Fläche noch minimieren, das All. Wir lassen die implodieren, dass diese kleine Fläche ein idealer Punkt ist. Dann wird die große Fläche unendlich groß und im Zentrum ist es unendlich kleine. Jetzt denken wir uns das Ganze dreidimensional. Wir denken uns eine kleine Metallkugel. Die braucht ein Gegenteil, das ist jetzt, ich sage mal 3D, ausgedachterweise vor uns hingestellt, ist eingebettet in einen 3D-Raum drumherum, der unendlich, wenn wir jetzt die Kugel wieder zu einem unendlich kleinen dreidimensionalen Punkt machen, wird das Gegenteil dazu ein unendlich großer dreidimensionaler Raum. Das ist die erste Spiegelung, die man verstehen muss. Und jetzt wirst du auch verstehen, wo das Problem ist, wenn die Physiker sich ein Vakuum erschaffen. Weil der Wahn zu glauben, es existiert unabhängig von dem Denker ein dreidimensionaler Raum da außen. Das Universum, das in eins Erde. Immer Nomen, die Namen sagen schon alles aus. Dann nehmen wir dir jetzt irgendein Gefäß, ich sag mal ein Glaskolben oder irgendein Gefäß, und da ist ja jetzt ein dreidimensionaler Raum drin, wo angeblich nichts drin ist, aber wir Physiker wissen ja, da sind ja noch, ist ja noch Sauerstoff zumindest drin. Und Sauerstoff besteht ja aus Protonen, Elektronen von verschiedenen Atomaufbau, Stickstoff, Sauerstoff und so weiter und so fort. Und jetzt saugen wir diese ganzen Elementarteilchen, die noch nie irgendein Mensch gesehen hat, saugen wir mit einer Hochleistungsvakuumpumpe raus, dass da überhaupt kein Atom mehr drin ist. Dann sagen sie, das ist jetzt ein Vakuum. Vakuum, ein absolut leerer Raum. Jetzt haben wir das nur gespiegelt, das kann ich mir aber nur denken, wenn ich ein Gegenteil habe, das ist nämlich das Gefäß drumherum, das wiederum aus Materie besteht. Lass das auf dich wirken. Ich habe jetzt nur unsere kleine Kugel, unsere Materiekugel, wo außenrum nichts ist, das wir den Raum nennen, habe ich jetzt nur gespiegelt. Mache ich das Nichts nach innen, muss der Traum außenrum sein. Aber es gibt keinen Wellenberg ohne ein Wellental. Das heißt, materielle Dinge, die du dir denkst, denkst du dir immer räumlich, dreidimensional räumlich. Und befinden sich in etwas, was nicht Materie ist, das nennst du Raum. Natürlich jetzt die Physik, deine Logik, wenn du dir Gedanken machst, sagst, ja, der Raum selber ist ja voller Luft oder voller Sauerstoff, bis wir dann in den Weltraum reingehen. Aber wir wissen ja, dass dieses WL doppelt auf, ich mache jetzt einmal immer ELD, heißt ja das Brandopfer. Aber wenn ich jetzt nur L schreibe, dann habe ich WL, das ist das Joch, das hochgehobene Joch, OL. Das sind unsere Gedankenwellen. Ja. Und dann habe ich den Welttraum. Das ist der Traum, der nur aus Gedankenwellen besteht, die aber immer aus dem Mittelpunkt entspringen. Da sind wir reichlich drauf eingegangen. Das wollte ich jetzt vorne nochmal stellen und jetzt gehen wir wirklich einmal in die Sprache und schauen uns das genauer an, weil das, die ganzen physikalischen Formeln, und da setze ich jetzt ein minimales Grundwissen voraus, auch wenn man keine Ahnung hat, ich gehe nicht in die Quantenmechanik, ich will einmal das rein anhand der Elektrizität und Chemie. Schon das Wort L, wir wissen L ist Gott, ist nichts. Mit LF.
Oder es ist ein Joch und dann kommt Tri, das heißt meine Reihe Hebräisch hier, das erschwore ich mir noch. Das heißt Gott und meine Reihe, die Trizität, die El-Ek. Dann ist das Ek noch mit dabei. El-Ek, Ek heißt eben jetzt nur bloß. Eben jetzt nur heißt ein flackerndes Licht, Existenz einer aufgespannten Berechnung. El-Ek, Tri, das passiert in meiner Reihe, T-A-I. Zi ist die Geburt eines Intellekts. Und die Tät sind die zwei Spiegel mit dem Arm mit den zwei Pünktchen drüber. Die dort. Das ist die Elektrizität. Und da schauen wir uns das einmal an, weil da haben wir nämlich zwei Sachen. Und da schalte ich jetzt einmal das Bild ein. Das müsstet ihr jetzt haben. Und da Wechsel. dreht sich alles um Formeln. Das ist jetzt erst einmal die physikalische Größe der elektrischen Leistung. Und immer daran denken, Nomen ist Omen. Das Formelzeichen für Pi steht erst einmal für Leistung. Okay? Das wird angegeben in Watt. Die Einheit ist Watt. Immer daran denken, unsere 2T hinten sind 2400 geschrieben ist Pi. Doppelt aufgespannte Schöpfung ist Pi. Jetzt denk an den Einheitskreis, da mal oben Pi 1 und unten Pi 2, weil der Einheitskreis ist 2π. Das ist die doppelt aufgespannte Schöpfung. Das steckt hier schon drin. Die ist aber letztendlich eine Einheit. Ist die in der Zeitspanne umgesetzte Energie? Da haben wir jetzt natürlich schon eine Zeitspanne. Das ist, wenn wir aus dem Einheitskreis hier einen Sinus rausgenerieren. Was hier wichtig ist, ist die Grundleistung und die Formel können wir umstellen. P, wir wissen, P steht erst einmal blau geschrieben für Wissen. Rot geschrieben ist es die Weisheit. Ist aufgespannt, blau geschrieben oder verbunden? I ist der Intellekt blau geschrieben und du selbst als dein Ich rot geschrieben. Das heißt, Wissen ist aufgespannter Intellekt, Weisheit ist verbunden in Gott. Macht den Sinn, oder? Jetzt können wir die Formel natürlich noch umstellen, was jetzt interessant ist. Ihr werdet wundern, es gibt im Hintergrund ein System, das ist Holo-Feeling. Und wenn du, ich habe früher mal gesagt, du brauchst einen Schlüssel, einen Code und du brauchst die entsprechende Tür. Das sind diese einfachen Metaphern. Und beides zusammen öffnen dir die Tür in eine vollkommen neue Welt. Jetzt gehen wir mal ganz einfach hier rein. Wir haben hier wieder unsere drei. Siehst du das? Das ist eine Abkürzung. Das ist für Chemie, da steht jetzt schon Deutsche Internationale, also Internationale Union für reine und angewandte Chemie. Schau dir das einmal an. Inter, Natio heißt Geburt. In Gott ist eine Geburt Gottes. In der Nation, intern könnte ich sagen. Ation heißt übrigens dann auch Zeichen, die in Bewegung gesetzt werden. Dann Union. Uni, denk an das Universum. Wir haben ein Uni, rot gelesen, ein Verbundensein der Gott und eine kreisende augenblickliche Existenz. Off. Ganz interessant. Da machen wir das Aleph als O. Haben wir auch im Osen, schreibt mir auch das O, wird ja auch mit einem Aleph geschrieben. Dann hast du hier ja das Af. Das kann ich auch off lesen. Dann kriegst du dein Angesicht, die Nase, die Rache und der Zorn. Der Zorn ist ganz wichtig, Hebräisch. Zor, Zur heißt ja zuvor gewordene Existenz. Das ist die Nase, ist das, was aber hier, denk an die Nase, über das Angesicht Panim Penim auf Hebräisch herausragt. Ein I hin dran setzen, unser Abi, sage ich ja so oft, ist dann dein Charakter. Das heißt, was über deinen Geist, über dein Inneres hinausragt, ist letztendlich das, was in dich eingeprägt ist. Dia positiv, dia negativ, Wellen Berg, Wellen Tal. Kannst du ungefähr folgen? Ich hoffe. Okay, das ist oft pur. Die Radix PUR ist auch für und vor Englisch. Was heißt das? Los und Schicksal. Ja, genau. FUR.
Wenn du hörst, das Abonnement, das ist das, was dir zufällt, das Los, das erfordert aber ein Zerbrechen, ein Zerbersten. Wenn wir jetzt ein He hinten dran machen, dann kommst du zur Kälte, sie zerbricht. Da kommt übrigens dann Gethsemane, ist auch, hat mit Gott zu tun, aber das wird jetzt zu weit führen. Du bist noch dabei? A in D, wissen wir, hebraisiert heißt Auf- und Abschwingen. Weiß zerbricht. Was passiert in dem Moment, wo was zum Auf- und Abschwingen anführt? Du kriegst von Gott in deinen göttlichen Computer eine App. Ja, lass dich überraschen. Wenn du meinst, es ist Zufall, jetzt wirst du umgeben, du hüllst dich mit irgendetwas ein. Ein Kreisen, ein Wehren, ein WN, doppelt aufgespannten, das ist doch dein Auf- und Abschwingen, dein AND. Ich werde zu einer existierenden Öffnung, AND. Imperfekt gelesen. Der Schöpfer von dir, imperfekt, ich werde hin und her schwingen zu einer existierenden Öffnung. Merkst du, da steht eigentlich schon alles in dem Satz drin? Ich komme jetzt die Chemistry, da kommen wir zur Chema. Das wird jetzt zu weit führen. Das funktioniert mit allen, diese Vatersprache funktioniert in allen Sprachen der Welt. Rote 19, blaue 19. Das ist ganz wichtig, die Jahreszahlen, die du dir wieder zwanghaft logisch dann um dich herum irgendwo hindenkst, sind symbolische Bilder. Was mir jetzt wichtig ist, ist dieses Zeichen. Wir hatten hier in unserem Chat gestern, glaube ich, oder was, die Justitia. Ganz wichtig hier. Augenbinde, Waagschale. Wir halten das einmal hier nochmal fest. Im ägyptischen Totengericht, im 2F für den Angeklagten. Der Zweifel ist der Teufel, sage ich ihm als Udo. So, jetzt waren wir jetzt hier. Das Ganze, die elektrische Leistung haben wir uns jetzt angeschaut. Hier ist es ganz wichtig, dass hier hinten ein AC dranhängt. Rot gelesen in Gott UB und dann haben wir AC. Jetzt ist es ganz eigenartig. Pass auf, in der Physik steht es für einen Wechselstrom. Das nennt sich hier, wir gehen einmal in den Wechselstrom rein, da kriegen wir jetzt schon aus und einen Einheitskreis, der wird jetzt komplett ignoriert, generiert sich das raus mit dem Kürzel AC. Das ist alternierend. Was heißt Current? Können wir uns ganz einfach mal anschauen. Der Lauf, Licht auf. DR, immer dran denken, DR heißt eine Generation. Das ist übrigens auch ganz interessant, wenn wir uns das genauer anschauen. Das ist erst einmal ein Bodenbelag, Alabaster. Habe ich mich versteckt im Zentrum? Okay. All. Der aufblüht, da gibt es jetzt Abba ist der Vater. Du kannst natürlich auch Folgendes lesen: Gott ist der Vater und SDR heißt, der ist das große Geheimnis. Jetzt hast du aber einen Bodenbelag. Bo heißt in ihm, ist eine geurteilte Existenz, eine geöffnete Existenz, ist ein Urteil. Bist dabei? Das führt dich zur Generation. Wenn du was generierst, schauen wir mal hier, das Reparieren schauen wir uns dann an. Synonym für ein Hervorbringen. Erzeugen, produzieren. Die Erzeugung erweckt die logische Affen. Du brauchst deine blauen X dazu. Okay? Es ist immer ein Erschaffen, ein Erzeugen von erweckten logischen Affen. Das ist dein blaues Ich. Ich würde jetzt da gern weiter reingehen,
Aber dann verlieren wir wieder den Faden, weil dann gehe ich wieder in das Sackgasse rein. Darum lassen wir das jetzt einmal. Was mir wichtig ist hier, das Current, da müssen wir weitermachen. Das ist das erste Mal, wenn wir das als Substantiv lesen. Da hast du jetzt schon etwas fließen, ein Strom. Bei dem Fließen wissen wir immer, scharfes S ist gleich B, die Facetten lieben. Was aber viel wichtiger ist, elektrisch ist es dann auch die Energien, die Energie. Energia heißt ja praktisch inmitten, wenn man das im Griechischen das klassische Wort Energie, das innere Wirken, wörtlich übersetzt hast, ist das innere Wirken. Wir im Kern, im Zentrum unseres Fundamentes. Adverb ist es aktuell der geöffnete Berechnung, die Generation ist zeitig. Ak ist Eck. Immer daran denken, wir können unser AC Current, wird mit K gelesen, kann man auch AC lesen. Aktuell, das ist Gek, Gek, ausgedacht, 33, als Welle gegenwärtig. Es ist jetzig. Es ist Mom. Kreisendes Hebräisch Fehler, es ist momentan und augenblicklich agieren heißt in Bolan-Ecken. Merkt ihr, das ist unsere ganze Physik dahinter, wenn ich das jetzt ständig mache. Es fängt an im Geist, GE-Quadrat fängt an zu laufen. Die Facettenort sind fortlaufend. Für dich hier, das ist das Fortlaufende. Aber diese Facetten befinden sich alle an einem Ort. Nämlich im Wort, doppelt aufgespannt, noch selber. Gut. Was jetzt natürlich interessant ist, dass dieses AC, wenn jetzt dieser Wechselstrom in dir erweckt wird, dann müssen wir ganz einfach hier das AC hinschreiben und dann machen wir ein Erwecken dahinter und dann kriegen wir Acer. Da wird es natürlich jetzt ganz interessant, weil dieses Acer ist erst einmal hier der botanische Namen für den Ahorn. Schreibt mein Bild unten an. Okay, es ist aber amerikanisch, Strip, das ist jetzt Acer, der natürlich dann hier im Englischen Maple hast, ne? Ist dann der Schlangenhaut, Schlangenhaarhaut, wahrgenommene, sich schlängelnde, wahrgenommene Zeichen in dieser Spitze, in diesem Ahorn. Ist schon verrückt, ne? Ist abgefahren. Jetzt müssen wir den anschauen, wenn wir jetzt da die Radix ACE-Quadrat nehmen, ist das spitzenmäßig hervorragend. Aber ist das nicht das Einhorn, wo wir auch haben, wenn wir den Sus nehmen, das ist nicht das geheimnisvolle Sus, der Jesus, ist der nicht eigentlich in der Mythologie auch ein Einhorn? Übrigens ganz interessant, da müsste ich jetzt fast einmal, machen wir jetzt einmal die Generation und jetzt schauen wir mal, was für hebräische Wörter unter anderem Horn heißen. Das ist natürlich hier H-U-R-N, kann man natürlich jetzt auch hebräisieren. Jetzt erweckt die Wahrnehmung einer erweckten Existenz. Ins Horn stoßen. Das beginnt hier, schau mal, das ist zwar Unterform, bloß die Hupe ist ganz interessant. Dieser wahrgenommene UP, dieses Z-Waff heißt der Befehl für sich selber, Z-Waff, die Geburt was doppelt aufgespannt. Und das ist das Wissen, das berechnet wird, das Fahr ist ja der Stier. S-Dir ist das raumzeitliche Dir. Aber interessant ist Z-Waff-P. Das haben wir schon mal gehabt in die Zapfen. Das Zup. Es fängt an, etwas aufzutauchen, fließen, schwimmen, überströmen, überfließen. Das ist also die Kurzform ist Z-Watt, die Geburt von Wissen. Das ist ja nur die Geburt von aufgespannten Wissen. Das heißt, auftauchen, schwimmen, genau genommen auf der Wasseroberfläche schwimmen. Jetzt sind wir bei unserer Gedankenwelt. Wir sind beim Horn. Ich mache es jetzt so, das ist nur eine Ecke, die sich hochspiegelt. Dann haben wir hier Karen, affin berechnete Existenz. Blau gelesen, wenn wir das jetzt blau machen, das ist die Ecke. Und zwangsläufig diese Ecke ist ein G-Rundstock. Immer dran denken, wir können am Geist, der Geist fängt zum Kreisen an. Da wir aber das Kreisen als Ganzes immer einen gewissen Strahl, darum heißt es Strahlen, die Ecke sind Strahlen,
Wachsen von Horn, von Hörnern, das sind deine Haare, Haar. Haar, die Ja. wahrgenommene Berechnung ist die Wellenberge. Ja. Weil die Wellentäler ja in dir drin sind. Es Mhm. geht da. Die dir negative oder positive, wie du das nennen willst, sind in dir. Das wäre in unserem Dir auf dem Display. Das ist ja innerhalb. Du Ja. siehst ja nur dann das Positiv praktisch auf der Leinwand, außerhalb, wenn man sich vorstellt mit einem Videobeamer. Und Ja. hier strahlen. Das ist das Wachsen vom Hirn, darum heißt es auch strahlen. Es wachsen Hirn in dir, das sind deine Haare. Die musst du übrigens dann wieder eins machen. Das ist Ja. Elef. Darum ist Totalwert Elef unendlich viel. Die musst du wieder eins machen in dir. Das Thema hat man schon mit Glatze schneiden oder Ja, die Haare genau. schneiden. Ja. Samson und Delilah-Geschichte. Das wird dir alles schön erklärt. Dann gibt es dann nochmal ins Hirn stoßen, die Schlechtigkeit. Das sind die Möglichkeiten, Blasen schlagen, ins Hirn stoßen. So. Sagen wir den hier, den Acer wollte ich dir noch, den Ahorn. Ich habe jetzt da nur Sachen wieder angesprochen. Wir haben also hier den Wechselstrom, die elektrische Leistung, habe ich gesagt, wenn du das umstellst. Und jetzt ist die Hauptproblematik, ist immer wieder das Reparieren, dass die Menschen immer was reparieren und reparieren ist ja schon eine ganz, ganz interessante Sache. Generieren. Etwas ausbessern, instand setzen. Instand setzen. Repariere ich jetzt, das ist wie mit entstehen. Vorsilbe in hat zwei Funktionen. Es kann innen sein, innen stehend, und es kann nicht stehend sein, dann ist es außen drum herum, weil in im Lateinischen eine Verneinung ist oder innen bedeutet. Das heißt, innen im Stehenden oder außen drum herum bewegt. Bei Entstehen haben wir ja dasselbe, weil Ent macht ja das Ja. Gegenteil vom Stehen. Ja. Instand setzen heißt praktisch wie entstehen. Ich setze dich in Bewegung. Aber du selbst als Mittelpunkt von allem bewegst dich nicht. Der träumende Geist bewegt sich nicht. Es bewegt sich bloß die Peripherie, die er sich ausdenkt um ihn herum, zum Beispiel jetzt im Universum. Aber der Witz ist, dass sich das nicht um den Mittelpunkt herumdreht, schau das Bild an, sondern es ist wie ein Atmen. Es dreht sich um den Mittelpunkt herum, in dem es praktisch ständig Kreislauf macht. Kleine Bild. Das ist das Drehen, Ja. das flächig sehen. Und es ist immer, dass das, was du dir ausdenkst vor dir, und ich kann immer wieder nur auf unsere einfachste Form von einem Spiegeltunnel verweisen, dass der Spiegel, wenn du zwei Spiegel nimmst und du stellst ein Lämpchen dazwischen, in unseren Spiegeltunnel, dann kriegst du diese unendliche Reihe Spiegellämpchen, Spiegellämpchen, Spiegellämpchen. Das, was jetzt vor dir zu stehen scheint, es gibt ja keine Tiefe in dem Ding. Das erkennst du in dem Moment, wo ich sage, du bist jetzt dieses Lämpchen, das du dir jetzt erst einmal zwischen die zwei Spiegel reindenkst. Ja. Und alle Lämpchen, die jetzt vor dir ausgebreitet sind und logischerweise dann auch hinter dir sind, in dir, hinter dir sind, in die andere Richtung, wenn du dich umdrehst. Wenn du dich jetzt aus diesem System erhebst als Geist, und das machen wir jetzt dann gleich gedanklich, dann wirst du feststellen, es gibt bloß das eine Licht. Dass du die Visionen, die Öffnung deines Intellekts sich umstreut. Ja. Was ich in der einen Reihe jetzt mache, gilt natürlich dann auch für unseren Tetraederspiegel. Ja. Okay? Und da ist jetzt auch reparieren, da wird es natürlich ganz interessant, weil das, wenn man das jetzt hier zuerst einmal hebt, Griechisch machen, das wird hier gar nicht erwähnt. Da steht jetzt Repare, heißt wiederwerben, wiederherstellen, erneuern. Vom lateinischen Barare zu bereiten. Eine Vorkehrung. Denk an das Universum in eins gekehrt. Die Ja. Vorkehrung. Das Ausbessern, das Instandsetzen, innen. Das ist das Kreisen, das in dir, ich setze dich instand. Und in heißt ja auch negativ, dass er Bewegung da ist. Das Richtig. sich eigentlich nicht bewegt. Ja. Dasselbe passiert in dem Moment, wo sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Und Geist denkt nur in Lichtgeschwindigkeit, darum ist alles hier und jetzt. Ich hoffe, es wird nicht so komplex. Was wir jetzt ganz klipp und klar machen, das Rabare, dass wir uns das hier mal
Bari heißt ringsum auf Griechisch. Das wird hier nicht erwähnt, die gehen bloß auf das Lateinische ein. Schauen wir uns das mal ganz kurz Okay. an. Re, Lateinisch heißt zurück. Da ist entgegen. Gegen heißt eine ausgedachte Welle, 3-3, die zu existieren anfängt. Beall, in Gott geöffnet. Die Wiederherstellung des in dem früheren Zustand. Stimmt oder stimmt? Ja, genau das ist es. Interessant, ne? Ja. Weit den Übergang in einen entgegengesetzten Zustand. Einatmen, ausatmen. Hell, dunkel, hell, dunkel. Das ist das Kippen, solange ich chronologisch denke. ja. Dann das Bringen an den gehörigen Ort. Genau. Quadrat hören, den Geist hören, Ja. in dir selber. Und den hörst du immer in dir selbst. Egal, was du denkst es hier und jetzt. Das sind natürlich die Sachen, die du dir denkst, zwangsläufig in dir, wenn du unbewusst bist, die dann irgendwo anders sind. Wo ist jetzt der Eifel drum? Wann existiert er? Existiert in dem Moment, wo du ihn denkst, und er ist hier und jetzt in deinem roten Kopf. Was macht jetzt der Zweite in dir? Der setzt ihn unbewusst nach Paris. Und du bist dann hundertprozentig sicher, dass der auch dann in Paris ist, wenn du nicht an ihn denkst. Kannst du ja beweisen, wir können ja hinfahren. Das ist das Spiel, du kannst deinen Glauben verwirklichen. Da bin ich lang und breit drauf eingegangen. Alles, was du glaubst, was da außen, auch dann, das ist da außen, auch dann existiert, wenn du nicht dran denkst, kannst du auf die Farbbrille bringen. Alles, die Dinge, die du jetzt denken kannst, wo du aber glaubst, dass die da außen unabhängig von dir nicht existieren, die kannst du auch nicht auf die Farbbrille bringen. Weil du glaubst, dass das ja nicht da außen ist. Und was du als außen definierst, sinnlich wahrgenommen, kann auf der Farbbrille nur sein. Darüber hinaus gibt es nichts. Okay? Und wir haben jetzt das Body. Genau. Das machen wir jetzt gleich einmal. Repa. Wo sind wir? Bei reparieren. Reparieren ringsum, das Saiteninstrument. Daneben herablassen, also die Grundform para heißt unmittelbar neben. Neben dir, bei dir stehend. Das haben wir tausendfach durchgekaut. BI. Die geöffnete Existenz, das Urteil ist eben. Weil wir letztendlich immer den Ausgleich haben. Bei, neben, in unmittelbarer Nähe. Das mit der unmittelbaren Nähe ist natürlich unmittelbar. Wieso ist es unmittelbar? Weil die Mitte selber als Ding an sich ein Nichts ist. In dem Moment, wo du das in die Mitte tust, ist es da, dann hebt es sich auf. Das führt dich übrigens dann zu dem Opfer. Wieso führt dich das zu dem Opfer? Hat eine Lösung von euch zwei Profis? Wir wissen, unsere Welt, WAF, doppelt aufgespannte ELTAF, Brandopfer, ist das Brandopfer. ja. In dem Opfer steckt schon der Schöpfer mit drin. Dann haben wir schon den polaren Rand oder BR, das Äußere ist ein Auf- und Abschwingen. OND haben wir gerade gehabt. Okay, jetzt pass auf. Das ist eine affin geöffnete, eine affin berechnete, eine affin berechnete Polarität. Wenn wir es blau lesen. Aufgespannt. Das Waff ist noch mit dabei, ich mache das einmal ohne Waff. Da wollte ich hin. Da haben wir Affinität ist berechnete Polarität. Stimmt oder stimmt? Kerib. Das ist jetzt einmal das hebräische Wort für das Innere, das Innerste. Dann heißt es aber auch der Kampf, die Schlacht. Schau dir das Shin-El. Ein logisches Licht in der Acht, das ist dein Chat. Das heißt, ich werde in Schrecken versetzt.
Hebräisch in L alleine, das logische Licht ist übrigens Partikel des Genitivs, grammatikalisch der Partikel des persönlichen Besitzes, ist dein Chat. Dieses Chat in deinem Ich, im blauen Ich, das ist das, was dich in Schranken versetzt. Das ist Chat D einzeln gelesen. Acht heißt dann weibliche, die weibliche Eins. Okay. Das heißt ja näher, die sich herantreten, nah, näher kommen, nähen, sich annähern. Und wenn wir jetzt ein M hinten dran machen, das ist die Darbringung, die Erwism ist die Generation, die Lieferung. Und das ist auch das hebräische Wort für Opfer. Ja. Interessant, Kor alleine affin berechnet heißt alternieren, also kalt, K-alt. Ja. Die affine Berechnung ist immer eine polare Existenz, das ist der Sohn. Genau. Das macht jetzt den Sprung zu den Opfern. Richtig. Ja. Und wenn wir jetzt hier dieses Neu oder Näher bringen, machen, da habe ich schon mal das Bild gemacht mit unserer Wasseroberfläche. Da steckt nämlich auch der Näher, der sich, schau, da steckt das Wort Nähen mit drin. Nähen, ja, genau. Jetzt pass auf, jetzt denk du dir mal Wasseroberfläche, schau mal ein Bild unten an, als Udo, Rüssel Udo. Und jetzt ist es, wir haben ein Über und ein Unter. Wellenberg, Wellental. Alles, was auftaucht, tritt in Erscheinung, hat aber mein Gegenteil. Ich bleibe jetzt nur bei den zwei Seiten. Und jetzt machen wir einen Sinus draus. Und dann nähen wir das zusammen. Wir machen zwei verschiedene Seiten. Berg ist was anderes wie das Tal. Das nähen wir zusammen. Jetzt kriegst du hier auf der Oberfläche schon deine Gedankenwelt. Ja. Wir bringen das neu und nähen das zusammen und das Ganze passiert in deinem Inneren. Ein Herantreten, ein Nahen, sich annähern und so lange, bis das eins wird. Genau so. In deinem Inneren. Ja. Dann wird es die Mitte. Ja. Ungefähr vorstellbar? Ungefähr vorstellbar, auf jeden Fall. Ja. Und du merkst jetzt, dass die Wörter hier wirklich, ich spreche immer Kleinigkeiten an, das ist das, dass du irgendwann nochmal begreifst, wenn ich dann sage, dieses 400-Seiten-Buch. Ja, genau. Dass du aus dem System gar nicht rauskommst, selbst wenn man jetzt das AC zum Beispiel, hier, da kann ich physikalisch das Licht machen mit C Quadrat. Das ist gerade dieses Spiel, dass unser Buchstabe C ja im Lateinischen auch ein K als K ausgesprochen wird. Ja, genau. Ich mache da mal eine Kleinigkeit, wartet einmal. Nee, den habe ich da. Moment, weiß ich den gar nicht machen. Ich habe da mal eine Kleinigkeit aufgeschrieben. Oh, okay. Klingt schlimmer, wie es ist. Einfach mal anschauen. Genau. Wie immer. Pass auf, das ist jetzt diese elektrische Leistungsformel. Die kann man vielfältig umstellen. Ich kann das ja umstellen, dass da vorne nur das P steht. Ja. Das ist, dann kann ich umstellen, dass man das I einzeln stellen oder das U einzeln stellen. Das ist rein Formel umstellen. Das ist jetzt zum Beispiel, schau, P ist U Quadrat durch R. Da kommt jetzt der R, die Berechnung mit rein. Ja. Die Rationalität erzeugt dann zwangsläufig in den U's in 2 immer, geh von der normalen Logik weg, dass über das Aufgespannte hat immer 2 oben. Wir können das dann natürlich auch noch schneiden, aber was mir jetzt wichtig ist, wo habe ich jetzt den aufgemacht? Editor. Oder? Ich bin jetzt doof. Moment. Habe ich zugemacht gehabt. So, jetzt, den wollte ich haben. Hast du? Oh. Sehe ich. Die Formel ist da. Jetzt schau her. Das Malzeichen. Wir nennen dieses X. Denk an mein Christuszeichen. Ja. Das Christuszeichen, wenn wir dann dieses komische P reinsetzen. Ja. Was natürlich dann ein R ist im Griechischen. Da wird es jetzt nämlich ganz interessant, muss ich dann doch ein bisschen kleiner machen, dass wir hier, wenn wir in die griechischen Zeichen reingehen, dass man hier schauen, das Rho sieht ja aus wie das P. Ja, ist richtig, ja. Schau dir mal das T, die 9 an. Ja. Haben wir dann mit unserem Einheitskreis mit der Nulllinie drin? Ja. Oben ist Plus, unten ist Minus.
Steht die 9 nicht für die Spiegelung? Genau. Ist es nicht abgefahren? Ja. Ja, stimmt. Warum mache ich denn jedes Mal zu? Editor. So, jetzt schau her. Das heißt, wenn ich den als L lese, dass ich den da über das X drüber schiebe. Das heißt, ja, da praktisch als L gelesen ist das ja der Kopf. Ja. Im Kopf ist eine aufgespannte Existenz. Ja. Der aufgespannte Intellekt, Entschuldigung, der aufgespannte, ja, Intellekt. Ja. Ich habe aufgespannten Intellekt und in der Mitte, wenn ich den rübersetze, kriege ich dann mein Christuszeichen. Ja, aufgespannter Intellekt. Jetzt ist dieses X, nennen wir arithmetisch gelesen, mal. Ja. Das heißt von Gott. Ja, genau. Wir können aber da Schlangenlinie reinmachen, dann heißt das L. Ja. L mit 70 gelesen heißt ja hochgehobenes, ja, Joch. Ein Joch ist eine Sinuswelle, das heißt eine Gestalt gewordene Sinuswelle. Ja. Wenn, ja, ich das D als Vokal rausschmeiße, dann heißt es Gestalt gewordenes Licht und das ist das hebräische Wort, heißt gegenüberliegend und beschnitten. Geg, in über mir lieben und in der Mitte auseinandergeschmissen. Das sind die Gedanken, die ich mir überlege. Ja. Genau. Ich hoffe, du kannst folgen. Ja. Jetzt machen wir hier mal dasselbe Spiel mit dem Querstrich. Das nennen wir ja durch. P durch U. Ja. Vision. Das ist eine generierte Kollektion. Du kannst natürlich auch du ein Chat lesen. Ja. Du berechnete Kollektion. Nein. Und denk jetzt wieder an Dual. Dual, ja. Du bist nichts. Und wenn du dual wirst, dann sind es zwei, weil du, geöffnet, aufgespannt, eine Sonderform von zwei ist, Z-Waff, die Geburt von einem aufgespannten Ei. Und zwar speziell nur heißt ja flackern in Zusammensetzungen. Dual heißt du nichts, du Gott wirst in dem Moment, wo du dual wirst, zu einer Gedankenwelle. Ja. Jetzt ist das Ei, gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, da kann man lesen Z-Waff, das ist übrigens ein Befehl, wir machen mal das Z-Waff, mhm, sag immer wieder, viele hören es zum ersten Mal, Befehl heißt zwei fehlen, B steht für den zweiten Buchstaben, zwei fehlen. Genau, ja. Or mit 70 gelesen hast eine erweckte Generation, der, genau, eine erweckte, geöffnete Berechnung, mhm, dann fehlen zwei, wo fehlen die? Die fällen ZWI. Die fällen im Schöpfer Gott, ohne dass sie fällen. Ah, ja. Das ist nicht, weil wir Insel aufschmeißen. Eine Insel aus Wasser wäre der Wellenberg. Und dementsprechend haben wir dann Insel. Darum gibt es, ja, dann mit Insel zwei Sachen. Darum heißt es zum Beispiel auch hier, das ist immer jüdische Übersetzung, wo. Doppelt aufgespannt kreisend. W, doppelt aufgespannt kreisend. Immer gleich. Das ist ja doppelt aufgespannte Ehe. Ja. Und Wellenberg und Wellendal. Mhm. Wir können Eier auch mit 70 schreiben, dann wird es ein Trümmerhaufen. Genau, ja. Jetzt wird es ein Trümmerhaufen. Ja. Das ist die Nordgrenze, auf der Nordgrenze Benjamins. Da kennt ich jetzt jede Kleinigkeit, jeder dieser Namen hat was zu tun. Wichtig ist, die Steinhaufen, mhm, oder der Trümmerhaufen führt dich zwangsläufig zu dem Gall. In Zahlen 33 ist 33. Mhm. Da hast du jetzt die Haufe, die Wahrnehmung, die aufgespannt wird, ist Chaot. Das ist wie Zeit, wenn wir das mit 70 Chaot schreiben. Mhm. Zur Zeit, weil das im normalerweise jetzt. Zur hast du Form gewordene Zeit. Mhm. Das passiert, ja, jetzt. ZW, immer wieder ZW, ZWAF, die Geburt von was doppelt aufgespannt ist, ein Befehl, zwei Fällen, eine Order, eine erweckte Generation. ZW, Ischen, als Ganzes, Ischen heißt schlafen, generieren, Ischen heißt, ja, schlafen, vor sich hindrehen und das Ganze passiert zeitlich. Wir können dieses Ischen, das ist einmal das Geschenk, das Bestehende, das Dasein, die Existenz, das Vorhandensein von irgendetwas, Existenz vorhanden, es, ja, ist da und was da ist, ist eine Existenz. Und jetzt beginnt all, ja, Gott in seiner Reihe, TR heißt Reihe, ja, Altsein zu entschlafen. Das heißt, er hört auch zu schlafen, weil er glaubt, er ist wach.
In dem Ja. Moment, wo du wach bist, glaubst du nämlich nicht mehr zu schlafen. In dem Moment, wo es hell ist, glaubst du nicht, dass es dunkel ist. Du musst dir spiegeln. Und bei Alter denkst du immer an alte Nieren. Was natürlich zwangsläufig das alte Nieren ist, immer eine Reexistenz. Jeder Moment wird er von dir wieder zurückgeholt. Ja. Darum ist Rehen ist die Niere. Die Okay. Medizin. Das Ganze passiert dann auch in den Lichtenden. Das ist jetzt das blaue Licht, das ist Licht und es ist Licht. Okay, ja, Schon genau. verrückt, ne? Das ist wie mit Genau. unseren Spiegelungen, den Dar, den generierten Darstellungen. Dieses Generierte ist eigentlich ein Stehendes, den Spiegelungen, den Darstellungen. Und das führt uns jetzt dann zum Spiegel. Spiegelungen, ja. Vorstellungen. Genau. Habe ich ja so oft gesagt. Ja. Die Spiegelungen, die Darstellungen, die Vorstellungen. Ja. Das hebräische Wort für Lunge heißt auch Seher. Bewusstsein ist eine Eheberechnung. Immer von zwei Seiten. Für richtig halten, gucken, schauen, siehe, siehe, siehe da. Das Sehen als Ding an sich heißt auch Lunge. Darum sage ich hier ganz klipp und klar, wenn du meinst, dass das Deutsch mit dem Hebräischen nichts zu tun hat, was ist dann mit deinen Vorstellungen, mit deinen Spiegelungen, mit deinen Darstellungen, deinen Informationen? Das einmal genauer sich auseinandersetzen. Ein bewusster Ja wird immer beide Wellenhälften seine Beachtung schenken. Alles, was außerhalb von ihm selbst zu sein scheint, befindet sich de facto immer innerhalb, in seinem Individual-Dualbewusstsein. Dual, habe ich gerade erklärt, doppelt aufgespanntes Bewusstsein. Du nichts wirst zu etwas durch eine Division. Die Öffnung deines Intellekts erzeugt dieses bistabile Intellekt. V ist immer dieses entweder so oder so, entweder ist es hell oder ist es dunkel, entweder atme ich ein oder aus. Aber wenn du mittig in der Balance bist, wirst du merken, es gibt keine Zeit mehr. Es passiert ja so. Du schaust bloß immer eine Seite an. Stimmt oder stimmt? Ja. Zigfach erklärt, muss man immer wieder wiederholen, dass man merkt, da ist wirklich ein streng arithmetisches Programm im Hintergrund. Ja, super. Und jetzt machen wir den Spiegel mal zuerst. Wir wissen, das ist ja der Rai, Ja. der Kopf des Schöpfergottes. Das ist das Schauspiel im Spiegel, der du selbst bist. Sämtliche Erscheinungen. Ja. Kann man, wenn man das jetzt den Spiegel hebraisieren, wir kommen gleich in die Physik. Das raumzeitliche Wissen erzeugt erst einmal den polaren Ecken. Ich mache immer wieder unser Ahorn, unseren Acer. AC wird erweckt. Ja, genau. Ist eine logische Welle. Wobei Schwa ist eine Nichtigkeit, die Logik, die doppelt aufgespannt wird, ist ein Nichts. Und das ist Elle, da kann man auch Allah lesen. Da sind wir drauf eingegangen. Mit dem I am Ende heißt es ja meine Schwelle. Ja. Das sind meine Gedankenwelt. Ja. Okay, Ja. jetzt brauchen wir noch den Spiegel. Das ist Egel. Okay. Und dann kann man zwangsläufig Kreise ziehen, runden, runden, drehen. Das ist das goldene Kalb, um die die rund war. Bei den 10 Geboten, bei der Öffnung der 10 Gebote, weil es ihnen zu lang dauert. Das ist auch das hebräische Wort für das goldene Kalb. Das heißt der Augenblick auf eine Welle. Kaal wie Gott, Bolon. Du kannst natürlich auch das A als Vokal rausschmeißen, dann heißt es wie lebt, das heißt wie ein Herz. Das wird jetzt ausgeschrieben, nicht drin sehen, schauen wir mal. Das ist Leb, das ist jetzt der Hund. Ja, Ein danke. Zeichen für Treue, der Hund, die Entstimmung, das ist wie das Denken, das Wissen im Inneren, Heften, Anhaften, das heißt wie das Herz, HRS. Die Empfindung, die Stimmung, das Sinn der Gebot, das innerste Wissen. Weil nämlich das Leben alleine, Ja. was ja das Herz ist, rot gelesen, das Innerste wird. Die Mitte. Das ist diese Vielfalt der Sprache selber. So, und jetzt schauen wir uns doch mal den Spiegel an. Lass dir das einmal auf der Zunge zergehen. Spiegel, da deine Spiegelung, haben wir schon oft gehabt. Das Spiegel, das Abbild. Da können wir sagen, ein Aufblühen, Bildet heißt im Kind, ein Aufblühen im Kind oder der Vater im Kind, wenn wir das rot machen. Ja, genau. Meine Schwelle ist ein Kreisen, ein Rundrehen.
Exkel, eine herausgetretene Welle, wenn wir es latinisieren. Speck, da haben wir jetzt schon die Spezies. Als Spekulum mache ich da ein K draus. Ein Spektakel. Spektakulum. Wir können aber auch ein Z draus machen, dann wird es die Spezies. Das, was du siehst, speckere Sehen, ist eine reflektierte Fläche. Re haben wir schon gehabt. FL, Eck, Tier. Die Welle, immer dran denken, ist die Schöpfung von Pi. Ja. 400, 400 ist Pi. Ja. Dann kriegen wir die Re-FLE-Exflexionsgesetze. Und eine Parallelität. Das ist das Abbild. Und jetzt kommt natürlich diese ganze Physik, worauf ich jetzt hinaus will. Wir springen, weil wir doch immer noch im Hintergrund die Chemie haben. Wir springen jetzt einmal in die Chemie rein. Der Spiegel selber ist ja nicht Glas. Was du hier siehst, dieses schöne Bild, Ja. da musst du, sagst du mal eins, kann man den größer machen? Nee, dann kann man gleich auch so klein lassen. Dieses schöne Bild ist, wenn du vor einem Spiegel stehst, denk jetzt ganz normal mit deiner Logik. Morgens im Badezimmer, dann bist du das. Hinterm Spiegel. Das ist deine momentane Logik, wo die Kausalität verdreht ist. Ich Genau. sage jetzt, du bist rot gelesen, der Geist, der sich das ausdenkt, du bist der Spiegel selber und du denkst zwei Seiten aus dir heraus. Ich mache es jetzt wieder so. Ja, super. Ja, Jetzt müsst ihr toll. mal ein bisschen, was du jetzt hier den Spiegel, den wir uns jetzt ausdenken aufgrund dieses Monitors, denkst du dir an den Wasserspiegel? Ja. Du bist immer, du Geist bist immer, du bist genau genommen praktisch der hintere Krug. Und ihr Ja. wisst ja, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Jetzt müsste man natürlich in dem Moment, wo ich immer wieder diese Sachen sage, aber Lügen habe, kurze Beine, du kannst es sofort entschlüsseln. Du bist der Kopf, dieses Bereshit, des Schöpfergottes. Im Anfang. Heißt ja eigentlich, wenn wir das Shit wegmachen. Ach, muss ich neu eintippen. An der Spitze, an erster Stelle, ich sage immer wieder, die Spitze, die Balance halten. Ja, Okay? Das genau. ist das einmal im Kopf. Das heißt, im Kopf, im Arm für den Beginn, im Anfang, hier, Ja. Ecke. die Quintessenz ist UB. So. Ist. Jetzt machen wir mal das Schirm weg, dann haben wir Bara. Bara heißt ganz gezielt etwas schöpfen. Das Erschaffen ist nicht richtig hier. Das Okay. so steht es in Wörterbüchern drin. Wenn du ins Althebräische gehst, wirst du feststellen, Bara wird nur benutzt in Bezug auf Schöpfen von Gott. Erschaffen, da steht jetzt erschaffen von Gott. Die Affen werden natürlich auch von Gott erschaffen, aber ein Gott schöpft etwas aus seinem eigenen Inneren heraus. Das Herausschöpfen. Erschaffen, dazu braucht er natürlich Affen, er braucht affine Existenzen. Immer an die Affinität und an den Effekt denken. Okay, ja. Das ist eine Affinität, ist eine Spiegelung. Okay. Ja. Pi heißt in mir oder zwei. Ganz einfach. Interessant, was da alles auftaucht, ne? Wir können das auch als Elef lesen, dann kriegen wir Effekt. Das kannst du ja selber nachschauen. Was mir jetzt wichtig ist, ich will den Spiegel nochmal. Wir haben also eine Spiegelung, halt das Bara war, ich wollte dich noch ganz sagen. Wir können jetzt natürlich die Buchstaben austauschen. Wir tauschen die letzten zwei auf. Und dann kriegst du den Brunnen. Der Brunnen. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Aber Was die dir Grund. wichtig ist, im ersten Moment muss dir klar sein, der Brunnen ist nicht die Quelle.
Das ist in einer Reihe, die ich schon oft erklärt habe. Viel wichtiger ist, dass du dasselbe Wort hast, folgendes. Was mache ich jetzt? Ich setze dich in dir selbst durch Worte auseinander. Ich bin ja du und ich erkläre mir, was ich eigentlich bin, wenn ich nicht auseinandergesetzt bin. In viele Einzelteile. Das ist unser Puzzle. Ich bin immer ein vollkommen heiles Puzzle. Heilig, heil wirst du erst dann wieder. Und jetzt muss ich gleich dazu sagen, du Geist, der du mich jetzt sprechen hörst, du bist immer heil. Da ist immer alles eins. Und ich habe gesagt, wir setzen jetzt einen Wasserspiegel, wir stellen den hier nicht so hin, sondern wir denken uns jetzt einmal bewusst einen Wasserspiegel über uns. Da wir immer sind, sind wir dieser Krug. Und der Krug, der jetzt hinter dem Rai, hinter dem Kopf des Schöpfergottes innerhalb zu sein scheint, ist eigentlich im Rai selber. Und ich sage, der Rai nochmal ist genau genommen ein Punkt. Da müssten wir jetzt die Kamera obscura aufmachen. Das ist das Symbol. Ja, kann mich erinnern. Ja. Dieses Bild hier, Das ist der Reihe. das ist der Rai. Und was innerhalb von dem Rai ist, jetzt in den imaginären, im Magie, in den imaginären Raum hier drin ist, und zwar auf dem Kopf stehen und spiegelverkehrt. Das musst du dir in den Punkt reindenken, projiziert, gespiegelt das Ding nach außen. Wenn ich jetzt auch, du stehst vor dem Spiegel und du siehst dich, das ist natürlich jetzt hier, ist das der komplexe Tetraederspiegel. Beim normalen Spiegel hast du dich bloß gegenüberstehen. Du musst jetzt das, in Wirklichkeit schaust du in einen Dreieckspiegel rein. Ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung, um die Wunder ein bisschen zu vervollkommnen. Ist es also so, sobald du was denkst, in dir, in dem Punkt, projizierst du das nach außen und da du meinst, du bist jetzt das, hast du um dich herum, und jetzt ist das Spiel, wo ich gerade erklärt habe, du bist praktisch diese Materie, dann ist die Nicht-Materie um dich herum herausgespiegelt. Die Lichter wären jetzt, wenn das ein Licht wäre, in einem Tetraederspiegel, sind alle materiellen Gegenstücke sein, um dich herum zu sein. Aber das spielt sich alles in dem Punkt ab. Genau, so. Ich weiß, das klingt jetzt viel komplizierter, wie es ist. Dieses Zeug ist nicht alt. Was ich mir jetzt eigentlich wichtig ist, ich will eigentlich, ich wünsche mir, dass du mir vertraust. Und ich sage, dass ich UB, und es geht jetzt nicht um den Brösel Udo Petscher, dass ich das weiß, dass das in meinem Namen drin ist, nicht nur in den Namen, dass das überall vorkommt, ob wir das hier nehmen oder wir nehmen hier das hier. Ja. Es werden nur die Form L, die Form Gottes wird umgestellt. Und ich habe so viele Leben schon gelebt. Ich habe so viele Bücher geschrieben, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich ist natürlich jetzt nicht der Udo, sondern der Geist, der immer in verschiedenen Facetten auftaucht. Ich zeige dir mal was. Dieses Prinzip, springen wir mal rein. Jetzt denkt man natürlich bewusst chronologisch, alles, was auftaucht, taucht hier und jetzt auf. Jetzt müsste ich mal ganz kurz, jetzt schauen wir mal ein bisschen, gehen wir mal in alte Bücher von mir rein. Tief graben. Oh Mensch. Ach, das habe ich doch da, ist doch einfach. Schauen wir mal in den rein. Aufgrund dessen, dass du jetzt der Jahreszahl, wenn du siehst, Spiegel der Kunst, Lingut, klingt gut, ne? Die Namen will ich gar nicht drauf eingehen. Wir schauen mal, wir springen mal in die große Kollektion. Die große Kollektion ist die Seite 8. Ich sage immer wieder, denk dran, ich sage immer wieder, Eingang an den Leser dieser Kunst. Wer da liest ohne einen Verstand, der ist gleich den Schatten an der Wand.
Ja, wo er recht Shutdown. hat, ist er recht. Ja. Der Shutdown. Da haben wir Shutter, das Shutter. I, das könnte ich jetzt vielfältig setzen. DR heißt generiert, doppelt aufgespannt, OND heißt auf- und abschwingen. Richtig, ja. Wer Film mit Augen, AGN hebräisiert Becken, du 10, der mit Becken, in Becken, in Ballonecken und Ja. kann dort keins verstehen, ist einmal denn gar ein blind Mann, der nicht sieht und doch verstehen kann. Ihr Menschen, die ihr außen lebt, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht, aber ihr seht nicht mehr das, was jetzt wirklich da ist. Drum du den Spiegel kehren um, Wow, ja. dreh ihn um. Ja. Und das 10 in den Sump, was in dem Spiegel zu sehen ist, dass keiner Ötz noch Abweg ist. Das ist halt anders Deutsch Ich gewesen. wollte gerade, ich wollte keiner was. Wunderschnurrecht, ein Lineal, lineal. Durchgezogen, den Zirkel, oberall, oberall, Überall. 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 Und findest du drein, ihr wisst, ich habe mit dem D-Rei, D-Rei, alle, die ist 4 und 3. Immer dran denken, wenn wir hier jetzt reinspringen. Geöffnet. Da haben wir das normale Delta als Großbuchstabe. Ja. Es ist ein Dreieck. Ein Dreieck, ja. Aber eine Seite ist dicker, das ist die vierte Seite, die rote Seite. Das beschreibe ich hier im Detail, wenn du das weiterlesen tust. Wo Aha. war man? Finden rein, schnurrecht ein Lineal durchzogen, den Zirkel oberall und findest drei im Vierer stehen. Thesespiegel, Ja, da war es wieder. Antithesespiegel, Wow. Synthesespiegel. Denk an die Kamera obscura, das sind eigentlich drei, die dort dahinter sind, nicht nur eine Fläche. Im Vierer, das ist der rote Vier. Und also durch eins, das ist das Loch in der Kamera obscura, ins Zentrum gehen. Wow, ja, steht da Und ja wieder alles. aus dem Zentrum in die drei. Jetzt Ja. schaut das letzte Selbstgespräch an. Ich, UB, bin Gott der Allmächtige. Durch die vier, die rote vier im Zirkel ganz, im Dreh- um Angelpunkt. Und also wird ein Spiegel ganz, dadurch ein Blinder in der Schanz kann sehen schwarz, weiß und auch rot. Das Stark. alles Verborgene liegt im Code, im Gut. Rot. Wow. Draußen, es muss an den Dach kommen. DR außen. Und vor der Grobheit, ich kann übrigens das Ganze, wenn es dann das 100.000 Mal, schau, wie das geschrieben ist. Jetzt habe ich mir hier die Mühe, wir können hier nur Folgendes machen. Ich habe das nämlich umgesetzt. Falls einer Schwierigkeiten hat, es zu lesen, Ah, das ist ja original derselbe Text, aber schön, ja. was der weiße Uralte, das ist Einfacher. jetzt genau hier dieser Text, wenn man Okay, 1 zu reinliest. 1. Ja. Schau, was der Weisen alte Stein doch für ein Ding. Was der weisen uralte Stein doch für ein Ding sei, der da dreifach Wichtig, schau dir die an. mit J noch. Was Spannend. hier wichtig ist, dass wir hier in unserem Buchstaben, wenn wir durchzählen in unserem Alphabet, ist das I der neunte Buchstabe, die Spiegelung und das J ist der zehnte Buchstabe, der kleine Gott. Drum ist die 9 dann im Griechischen das Tet. Ja. Aber muss ich einen hinspringen? Hier, wenn man den jetzt so schreibt, der wird auch teilweise anders noch gezeichnet. Drum hast du praktisch hier das J ist die Nulllinie. Und der J, der Intellekt, ist die Spiegelung. Es ist Ja. bis ins Detail ausgewogen. Das ist Ja. praktisch 9,10, könnte ich lesen. Ja. Ist nur ein Stein. Letzte Runde vorn. Du wirst merken, dass hier absolut natürlich, was das große Problem ist, dass hier wieder von der Alchemie ausgegangen wird. Okay. Schau, da haben wir jetzt was im Spiegel zu sehen.
dass kein R noch abwich ist, sondern schnurrecht ein Lineal durchzogen, den Zirkel über, überall, als durch eins ins Zentrum gehen, auch wieder aus unser schönes Aub. B, genau, Glaube, ja. Der Glaube, die Beschwörungskunst, den Zentrum in den drei. Ich, das ist die E-Quadrat. Ja, genau. J und durch die vier im Zirkel ganz frei. Und also wird, wir sind die Idee, wir sind Glaube. Glaube. Mhm. Wir sind der Glaube. Mhm. DET. Mhm. Das Recht und das Gesetz. Mhm. Das Dekret und wir sind die Religion, die Daten. Wenn man die Existenz hinten dran hängt. Ja, ja. Macht viel Sinn, oder? Ja, ja. Kann sehen schwarz, weiß und rot. Und alles verborgen so liegt im Code. Was ist der Code? Das verborgen liegt ist es was Existierendes oder ist es ein Geheimnis? Verrückt, ne? Yes, ja. Gut. Gall, eine Welle, die zu Licht wird. Mhm. Ist eine Generation in einem Eck. Mhm. Gestaltwerdung ist. Genau, ein Drehen, ja. Ein Rollen, ein Wälzen. Das ist das Prinzip. Ja, das ist das. Dann ist es natürlich auch dumm. Mhm. Und Ding dumm, ist genau. Praktisch gleich. Din G, das Gesetz. Mhm. Dann mal wieder. Spiegel hüben, Spiegel drüben und dazwischen ruht ihm drüben. Ein kleines J, das müsste man rot machen. Mhm. Darum heißt es auch einen Text entwerfen. Ex, herausbilden von zwei Spiegelungen, TT. Ja. Entwerfen heißt eigentlich nicht irgendwo hinwerfen, weil das wird innen konzipiert. Kommt zusammengeschmissen. Ja. Zip, ist in der Computertechnik ist eine komprimierte Datei. Ja. Mhm. Stimmt oder stimmt? Stimmt, ja. Mhm. Dieses System ist lückenlos. Ja. Exkremente, das herausgetretene, darum sage ich immer wieder, ZA, hinaus, hinaus. Das macht es aus. So, jetzt warte mal ganz kurz. Ich habe so viel im Kopf, ich wollte was ganz was anderes sagen. Drum ist Rot und Code, wenn wir das im Original uns anschauen. Ist in dem Althebräischen ist es praktisch KR, fast dasselbe. Ja, das kannst vom Ding her, ist wurscht, das habe ich gerade schon. Das ist fast nicht zu unterscheiden in der Originalschrift. Okay. Zeigt sie, schreibt sich das praktisch gleich, dass alles verborgen liegt im Code, im Dreck, in den Geheimnissen, da außen, AUB lesen. Die generierte Beschwörung, es muss an den Dach kommen, die generierte Beschwörung. Ja. Und von der Grobheit wird genommen und wieder bracht in das Subtil. Das ist die absolute Substanz. 100.000 Mal so viel. Weil dem, der alles vollendet, das sein Geschenk zum neuen Jahr für ganz gewiss und auch gar wahr, dass dies der Kunst entsein gar, die absolute Kunst, alles zu vereinigen. Ja. Vorred. Und jetzt kommt das Ganze, wird natürlich jetzt alchemistisch dargelegt und das sind nur symbolische Bilder. Das ist zum Beispiel hier die Kunst der Alchimia. Okay. Chi, das göttliche Leben. Göttlich, ja. Da steckt der Jeremia übrigens mit drin, aber das wird jetzt zu weit gehen. Und das ist dieses Bagirisch, das Bagirische, was heißt das? Das ist ein Begriff, das sind zwei, ist ein Kunstwort, setzt sich aus zwei lateinischen Wörtern zusammen, nämlich trennen und verbinden, verbinden und trennen. Mhm. Verbinden und trennen, verbinden und trennen, verbinden und trennen. Oh, ja. Dann wirst du feststellen, wie der Spiegel dann hergestellt wird, dieses Spiegels. Und da kommt jetzt genau in symbolischen Worten exakt das, was ich euch gebetsmännhaft seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden erzähle. Da ist dann hier der Stahl. Wer es wert, sich diese kleine Schrift, das sind 19 Seiten übrigens, okay, sich genau anzuschauen. Ah, ja. Ich könnte übrigens hier noch tausende andere so alte Schriften, tausende noch andere so alte Schriften, die ich zusätzlich noch habe. Ja.
die voller Geheimnisse sind, ohne Ende. Den Raphael von Frankenberg zum Beispiel, Franken, ein ganz interessanter Name. Jetzt natürlich raumzeitlich, meinst du das Licht da irgendwo außen? Nee, nee, Franken. Frank und frei. Ein heiliges Licht. Was du jetzt feststellen, da ist komplett reines Holo-Feeling drin. Gotteswissenschaft. Und die Bewegung erregt der Geist der ewigen Natur, Nature, intern ein Losmachen ist im Zentrum verborgen. Sag, wie geistlos sind Materialisten? Ebenbild des Vaters. Du wirst du feststellen, das ist eigentlich schon reine Holo-Feeling-Arithmetik mit drin. Da so rumwandern, das große geistliche Wasser, des Kreatürlichen. Alles, was ich euch erkläre, steckt da eigentlich alles mit drin. Nichts Neues, lies in Koliger. Fische im Meer, die wässrigen, die Vögel unter den Himmel, die Tiere, die irdischen. Feuer, Ignis. Emme die Wahrheit, Veritas. Dann wirst du wieder erschüttert sein vor lauter, oh, das verstehe ich nie. Ach, du hast so unendlich viel Zeit, du bist ich. Du musst dich bloß wiedererinnern. Es ist ein Akt des Wiedererinnerns. Aber was jetzt hier natürlich interessant ist, das ist hier, wir fahren da mal, halten wir ein bisschen eins hoch. Wir waren jetzt also da, merkst ein kleines Bild. Da beginnst jetzt, hast du mal den Spiegel, den du kennst, der hat ein großes Problem, da ist Glas dazwischen. Das heißt also, wenn du einen Spiegel, einen Kugelschreiber, K, Kugel, KGL, selbst das Wort hat jetzt einen ganz tiefen Sinn, wenn ich das sage, einen Kugelschreiber, die Spitze an den Spiegel hin tust, hast du zwischen den Spiegelbild eine Trennung des Glas. Immer dran denken, GL ist die Welle. Ein sogenannter Oberflächenspiegel. Wo das Glas nicht dazwischen ist, berührt sich das in der Mitte. Okay? Was jetzt wichtig ist, die ersten Spiegel sind aus Quecksilber gewesen. Affin aufgespanntes Eck. Ein affin aufgespanntes Eck, Que, ist Silber. Das hebräische Wort für Silber ist Kesof. Das heißt wie eine Schwelle. Das ist einmal das Wort für Geld. Da haben wir der Geist, wird zu einem Joch, das sich öffnet. Joch ist hochgehobene Gedankenwelle. Ein Joch, das ist es, Geld. Du bist ins Joch gespannt. Okay. Was jetzt aber wichtig ist, das Kaff als Vorsilbe gelesen, heißt ja wie, darum heißt es Sof alleine, wissen wir es, die Schwelle heißt wie eine schon logische Welle, wie eine Schwelle. Gut. Das haben wir hier drin stecken. Und jetzt, wenn wir dann durch das Quecksilber sind, gehen wir mal in die Chemie, weil wir ja immer noch da sind hier. International Union Pur im Gleichgewicht. Dann wirst du jetzt erst einmal feststellen, was ist das Quecksilber eigentlich? Das nennt man flüssiges Silber. Wir wissen, Silber ist Kesof, ist wie eine Schwimmwelle, wie eine logische Welle, die wird flüssig. Zwangsläufig kriegst du dann hier bei der Wechselspannung dein chronologisches Denken. Das griechische Wort dazu, Utrar, das müssen wir uns jetzt genauer, das Wasserstoff, Udor, wissen wir ja. Und wir schauen uns jetzt einmal der Kopf des Udos, wir schauen uns einmal das Utrar an. Das ist die grundradigste Form, künstlich, B3. T im Spiegel sind Spiegelungen und Ede heißt jetzt, hebraisiert. Das ist Zin. Die Geburt deines Intellekts erzeugt, wenn du geistreich denkst, zwei Existenzen, 50, 50 ist ja dann 100. Und das ist O, kreisend, polar erweckt, BR heißt der Berg, RS ist die Erde, eine ober dir seiende, kreisend erweckte Erde. Erde wiederum heißt erwecktes Wissen. Ich hoffe, du bist dabei. RS,
Habe ich so oft gesagt, mit Elif gelesen. ERZ ist die Erde und Erde wieder hebraisiert, ist erwecktes Wissen. Wir können das natürlich auch mit der 70 schreiben, dann wird es ganz interessant. Dann kriegst du nämlich das Grauen. Ein Erschin Erecken. Erweckte, logisch berechnete Ecken. Jetzt wirst du in Schrecken versetzt. Gut? Rechnet. Ja. Aber ich will eigentlich in die Chemie, also den Gyros müssen wir uns noch anschauen. Quecksilber. Also wir haben hier Udo. Ja? Nee, alles gut. Der Udo ja. ist der Wasserstoff. Das ist der Wasserstoff. Simon. Das wäre jetzt das Rote von El Hayom. Aha, genau. Und blau ist es dann Regen, wenn das in dir was zu Regen beginnt, was das blaue Wasser, das sichtbare Wasser an der Oberfläche, was wir die Wellen nennen. Okay? Und wir brauchen den Gyros. Ich will gleich nochmal schauen. Das ist im Kreise umlaufen, kreisförmig, im Kreise sich drehen. Gyros. Ja, denke ich natürlich an Gyros, ist klar. Ne? Ist klar, das ist der Spieß, da kommt es her. Das im Kreis da geht, her. Das Sinn, logisch. Schau, die Schule ist Dern, Dani. Ja. Das ist eine Reinexistenz hebraisiert. Und das beginnt jetzt, das Ganze beginnt sich zu drehen, darum ist es der Grabhügel. Die Krümmung, Gyros. Jetzt ist natürlich die Krümmung, wissen wir auch zusätzlich im Lateinischen unser Volumen. Das Volumen, dieses Licht, das sich anfängt zu krümmen, weil du mehr oder weniger den Fragebogen, das Fragebogen hast. Ja. Ich nehme eine Ecke und nehme die Ecke und strecke die Ecke. Du kennst das Spiel, habe ich 1000 Mal erzählt. Ja. Also gut, jetzt haben wir nur den Namen ein bisschen angeschaut. Interessant ist, das Symbol für Quecksilber ist HG. Ja. Der Quintessenzgeist ist die Ordnungszahl 80. Der 12. in die Uba-Gruppe. 12 ist aber, wir wissen ja, 12 kann ich jetzt hier als 1, 2 lesen, ist 3, das ist die große Trinität. Interessant ist, wer ist eigentlich der 81. Wieso die 81? Du weißt in der Physik, dieses 1 durch 81 ist unheimlich wichtig. Ja. Dann schauen wir uns das einmal an. Die 81, 1 durch 81 ist ja 0,01234. In der großen Synthese in der dritten Hauptgruppe der 13. Ganz, ganz entscheidend. Wieso heißt es Thallium? Gehen wir in die Geschichte rein. Das kommt von einem grünen Zweig. Klingt im ersten Moment, wir wissen, grün steckt Irak für Ausspuck. Irak, genau. Etwas Ausspuck. Ja. Das, was ausgespuckt wird, sind 2G. Diese 2G als 3-3 gelesen, Gag ist das Dach, das Ausgedachte, als 33 gelesen, die Welle, Gall. Genau. Fußpunkt 11 ist eigentlich nichts. Wichtig ist das hier, wir haben diesen, die 3 in der Mitte und hüben eine Wahrnehmung und drüben eine Wahrnehmung. Okay, das ist BI, das ist im Nichts BI und das ist eine existierende Gestaltwertung. NM, ich würde jetzt das jetzt blau schreiben. NM heißt Schlaf und etwas vor sich hinträumen. Und im I ist die 5, die Quintessenz. Das Ganze spitzt sich ab in der 3. Gut, ja. Du kannst auch sagen, OP, die 86 ist in der Mitte und haben wir über plus 1 und minus 1. Ja, ja. Okay, ja. Wenn du immer noch meinst, das ist Zufall, dann kannst dir nicht anders. Dann sollst du weiter in deiner Traumwelt bleiben bis in alle Ewigkeit, bis du dich eines Besseren besinnst, bis du anfängst, an dich selbst zu denken. Ja. Ich glaube, jetzt lassen wir es dann ein wenig gut sein, oder? Ein schöner Ausflug. Ich weiß, das war jetzt sehr viel, das kannst du dich anhören. Das sind lauter kleine Facetten, die im Hintergrund mitschwingen von den letzten Selbstgesprächen. Ja. Okay, ja. Und für mich ist es unheimlich schwer, wenn ich jetzt in deinem Geist, in deiner Ameisen-Schimmelpilz-Kolonie-Welt auftauche, dass jedes Wort, wo ich sage bei mir, das ist immer mein kleines Beispiel, wenn ich sage, kannst du lesen und schreiben und rechnen und du sagst ja.
Und das Kind sagt jetzt zu mir, ich kann das nicht, erklär mir das einmal. Und ich Ja. habe 5 Minuten oder eine Stunde Zeit. Dann fange ich gar nicht an. Darum müssen wir viele kleine Grundlagen aufbauen. Du hast so unendlich viel Zeit. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und darum konzentriere dich zuerst einmal. Es geht nicht um Wissen. Wissen führt dich in die Irre. Die ganzen Rechthaber um dich herum sind die Spiegelfacetten deiner eigenen Rechthaberei. Versteh dieses klassische, esoterische Wissensgut von der Tabula Smaragdina zum Beispiel, die alchemistischen Gesetze, wo man in der Mythologie erklärt. Du musst bloß, was mir wichtig ist, du musst das unbewusste raumzeitliche Denken überwinden. Ja, alles mit Metaphor. Du darfst selbstverständlich raumzeitlich denken, du darfst dir was ausdenken, du darfst dir in den Himmel was hochdenken, aber immer jeden Moment in dem absoluten Bewusstsein zu Punkt A, das, was ich jetzt denke, ist, weil ich es denke, existierend. Es ist nur hier und jetzt in meinem roten Kopf, ich bin ein träumender Geist. Deshalb existierend, weil ich das jetzt denke. Und es ist genauso, wie ich es mir denke. Und die Ursache dafür ist der Intellekt, der Schwamminhalt, den ich zum Denken benutze, den ich mir nicht raussuchen konnte. Hätte ich einen anderen Intellekt, würde ich eine andere Vorstellung aufbauen. Ich hätte eine komplett eigenständige andere Traumwelt. Du musst den Mut haben, dich zuerst einmal bewusst zu dem zu machen, der du bist. Du bist der Einzige, der immer ist, im Meer. Das ist, was auftaucht, ist existierend, ist vergänglich. Ja. Egal an wen du denkst, selbst wenn du an Gott denkst, es ist ein vergänglicher Gott, der nur so lange existiert, solange du den aus dir herausstepfst und dir den vorstellst und in den Himmel hochdenkst oder sonst wohin denkst. All das, was ich jetzt in einfachen deutschen Worten sage, ist hundertprozentig sicher. Ich wiederhole das mit einer Engelsgeduld seit Ewigkeiten. Und die Beispiele, die du jetzt mit dem Ariane-Programm und einige anderen Brösel, wie ich das nenne, Programmen, zurückdenken kannst, die müssten wir jetzt alle vor 20 Jahren in Almena nochmal reaktivieren. Und die werden jetzt immer klarer werden und du wirst dir eingestehen müssen nach 20 Jahren Studium, wie wenig du von diesen ganz einfachen deutschen Sätzen verstanden hast. Wenn ich jetzt zum Beispiel, fällt mir spontan ein, weil ich das jetzt schon heute, jetzt schon ein paar Mal erzählt habe, in vorhergehenden Selbstgesprächen, die ich mir jetzt denke, mein Schwarzenegger-Beispiel. Jetzt bezieht sich das Schwarzenegger-Beispiel auf den Terminator, auf den Schwarzenegger, den wir als Filmrolle uns ausdenken. Du siehst jetzt, der reine, jetzt gedachte Schauspieler Schwarzenegger hat mit diesem Muskelmonster nicht mehr zu tun. Aber was natürlich da interessant ist, ist immer dieses Nomen est Omen, weil schwarz ist ja Krishna, das ist ja Gott, das schwarze Loch, wo alles zusammenfällt. Und das ist Eck, das ist in einem Eck erweckt, das ist die Schwarz. Diese Götter, könnte ich jetzt sagen, die kleinen Krishnas, diese Seinen, ER, sind in einem Eck erweckt. Und dieses Eck ist, das haben wir reichlich arithmetisch beschrieben in diesem letzten Selbstgespräch hier, diese Schrift. Ich UB, bin Gott der Allmächtige. Aber die nächsten Zahlen, wenn du liest, erwähne ich gleich sofort, dass ich du bin. Du bist eine Facette von mir und ich bin all diese Facetten. In Face, in der Facette haben wir schon wieder FAC. Das C kann man zu einem K machen und dann kriegst du die FAC. AC ist Eck. Die Fakten, die Facetten in Eck, die Fakten. Ja. Ein Faktum. Ja. Faktum, eine hier und jetzt überprüfbare Tat. Tun, machen, handeln, Sache. Sache ist ein Gesetz. Ja. So, der Schwarzenegger. Was war das Beispiel? Kannst du dich erinnern? Also, ich mache es ganz Kommt einfach. Nicht. Ich sage, du stellst dir jetzt Folgendes vor. Ich mache jetzt ganz kurz und dann lassen wir es gut sein. Ja. Du stellst dir vor, du bist in einem Theater. Erinnere mich nochmal. Du sitzt in einem Theaterstück und auf der Bühne, ah, jetzt die Bühne kommt. Ist dargestellt wie ein Eisenbahnwaggon. Das ist jetzt aufgeschnitten, das Bühnenbild ist ein Eisenbahnwaggon. Ja. Der Vorhang geht auf und da sitzt in der einen Ecke ein kleines Dörrenmädchen. Ich habe immer so fränkisch gesagt, der Glanzkupfdächler. Und auf der anderen Seite sitzt einer und liest der Zeitung. Also der, ja. Und jetzt können wir das variieren. Jetzt pass auf, was ich jetzt bringe, ich verknüpfe dieses uralte Beispiel mit meinem Wildbadzeitbeispiel.
Es wird bei Basalt beispielsweise immer reichlich darauf eingegangen, sage ich, du kannst dich jetzt in In allen. ausgedachte Menschenköpfe reinversetzen und durch diese Augen durchschauen, mehr oder weniger. Das kannst du feststellen, wenn ich jetzt immer, wo ich gesagt habe, ich kann jetzt dir ungefähr sagen, was ist im Hintergrund bei dem, aber nur wenn ich in der Wohnung, wenn ich die schon mal gesehen habe, an anderen ist es für mich eine Blackbox. Das ist einfach eine Erkenntnis. Aber ich sage mir, da muss ja auch ein Hintergrund hinter dem Monitor sein. Wenn ich jetzt die Ariane wäre, habe ich vor mir mit Sicherheit einen Bildschirm stehen, so wie ich mir das denke. Ist ja alles hier in meinem Kopf und ist, wenn die über den Bildschirm hinausschaut, sie hat es ja nur auf ihrer Farbbrille, hat sie ja auch einen Hintergrund. Okay, den ich mir dann wieder denken kann, du weißt jetzt grob, was der Udo sieht, weil du beim Udo schon warst, ganz grob. Das ist einmal das Prinzip für reine optische Informationen auf der Farbbrille, wo du dich reindenken kannst. Jetzt sage ich, wenn man tiefer geht, Tierchen gucken musst du, wenn du Wertungen und Emotionen anschauen willst. Und das kann man schön, das habe ich versucht mit dem Schwarzenegger-Beispiel zu erklären. Wir haben diese Bühne vorhin, geht auf, Kopftüchchen und ich sage einfach, irgendeiner sitzt da und liest eine Zeitung. Jetzt sagen wir mal, der da sitzt und die Zeitung liest, ist er so ein Schwarzenegger-Typ. Darum war das damals mein Schwarzenegger-Beispiel. Ein Muskelberg. Jetzt geht die Tür von den Abteilern und auf die Bühne kommen zwei Neonazis mit Springerstiefel, zwei Glatzen mit Springerstiefel an. Im Fränkischen, bleiben wir im Fränkischen, zwei kleine Zigarettenbüschli, zwei 16-Jährige und die pflaumen ganz, ganz massiv dieses kleine Mädchen an. Was würdest du jetzt tun, wenn du so ein Schrank von Mensch wärst? Du sollst dir deine bewusst machen, deinen eigenen Charakter bewusst machen. Jetzt drehen wir das einmal um. Wir spiegeln die zwei Sachen. Das Kopftüchler lassen wir gleich. Der liest, ist ein 1,55 Meter großer, kleiner Mann mit einer Nickelbrille auf der Nase und liest seine Zeitung. Die Tür geht auf und jetzt kommen zwar keine Zigarettenbüschli rein, sondern zwei Schränke von Neonazis und die pflaumen das Mädchen. Was würdest du jetzt tun? Also Okay, der liest. der liest. Genau. Und jetzt pass auf, das ist eine reine Situation von Bildern auf einer Bühne, wo wir uns jetzt reindenken können, aber jetzt machen wir Zuschauer in den Zuschauerraum. Wir sagen jetzt einmal, wir setzen in den Zuschauerraum nur zwei Charaktere rein. Einer, wie innen, so außen, ein Schrank von einem Typen und der Buchführer als Zuschauer. Jetzt können wir ganz definitiv, was du jetzt kannst, wir sind ja noch eins weiter hinten. Als Zuschauer, mir geht es erst einmal, du wärst der Zuschauer, der das beobachtet. Das kann in der Realität passieren, dass du in dem Zugabteil sitzt. Dann kriegst du das ja eingespielt. Wenn du jetzt der Schwarzenegger-Typ bist und du sitzt im Zuschauerraum und du schaust dir das Theaterstück an und in dem Theaterstück auf der Bühne, der macht nichts, der Schrank. Dann denkst du dir, warum misst er sich nicht ein? Warum lässt er das zu, dass die zwei Krüppel das kleine Mädchen hier niedermachen? Das denkt er sich. Er wird aber selber nicht eine Sekunde dran denken, auf die Bühne zu springen, weil er weiß, das ist ja nur ein Schauspiel, er hat ja bloß was zu lernen. Er sagt jetzt, wenn ich der wäre, würde ich mich da einmischen. Aber Macht er jetzt mischt nicht. sich nicht ein, weil er schaut ja bloß was an. Ich sage, du musst erst einmal als Tierforscher dich so weit erheben, dass du für die Tiere ja gar nicht existierst, die du beobachtest, aber du bist in dem Moment noch ein Zuschauer, der wertet in Maßsetzung einer Logik. Und der du nichts weißt. Der daneben ist ein kleiner Krüppel, der sieht dieselbe Szene, der wird sich auch dasselbe denken. Aber wenn ich jetzt der wäre, würde ich mich einmischen. Aber man hält sich raus, man ist ja nicht in dieser virtuellen Welt. Wenn ich jetzt den Charakter habe, dass ich der Krüppel bin und wir machen jetzt, dass die zwei Schlänke reinkommen, wird er sich selbst beschämt? Selbstverständlich müsste er der Kleinen helfen, aber was soll ich dann schon helfen? Seine Logik, seine werdende Logik wird ihn vollkommen erklären und kriege ich bloß auch eins auf die Schnauze. Hoffentlich bemerken die mich nicht und lassen mich in Ruhe. Der wird dieselbe Situation so bewerten mit dieser Logik, aber auch immer, ich sitze ja in Sicherheit, ich bin ja nicht in diesem Abteil. Beide sind Beobachter einer gewissen Situation, eines Traums von eigenen. Das symbolisiert das Ganze, aber sie werden dieselbe Situation in Abhängigkeit von ihrem eigenen Charakter. Und jetzt kommt das, was ich musst.
Du musst jetzt noch mal eins drüber und du wirst feststellen, du hast als Reizauslöser, jetzt hast du mal das Bühnensteck. Aber viel interessanter wie das Bühnensteck sind die Wertungen, wenn du in die Köpfe der Zuschauer reinschaust, weil jeder dieser Zuschauer auch das wertet, was er sieht. Jetzt springe ich wieder in den Wildbazar. Da ist einmal einer vorne, der sieht nur Gesichter, Panim Panim, sein eigenes Inneres. Immer dran denken, unser hebräisches Panim ist auch Panim. Das heißt, das Innere, das ist in mir drin. Jeden Moment, egal in welches Gesicht ich reinschaue, ich schaue in meinem Inneren. Wenn ich in ein G-Sicht gehe, E-Quadrat-Sicht, kann ich natürlich auch blau machen. Dann kriegst du hier praktisch das Gesicht, wird es eine Gehirnsicht, das steht symbolisiert. Ich kann in die Gesichter reinschauen und in einem gewissen Maß dann ganz genau sagen, wie der und der reagiert, weil ich euch ja erschaffen habe, eure KIs. Das, wenn jemand einer zwanghaft rumdreht, wenn irgendein Weiberarsch nachschauen muss. Das ist keine Schuldzuweisung, das ist ein zwanghaftes Programm. Du wirst bei gewissen Anblicken in einem gewissen Maß reagieren. Wenn du durch eine Stadt gehst, wirst du mit Bildern konfrontiert. Und zwar mit den Bildern, wo du selber ganz aufgrund von Wollen oder Nichtwollen hinschaust. Dann wird jetzt, wenn wir in dem Konstruktprogramm durch dieselbe Straße laufen, was auf deinem Bildschirm auftaucht, was du letztendlich anfokussierst, bestimmt dein Programm. Interesse, ja. Gut. Jetzt, wenn wir uns erheben, das Spiel wird noch viel interessanter. Du wirst merken, es ist noch tausendmal interessanter wie das Theaterstück als reiner Reizauslöser, der ja langweilig ist. Ist in die Köpfe reinzuschauen, wie die ein und dasselbe Bild, ein und dieselbe Situation extrem unterschiedlich bewerten. Aber Ja. den Zustand habe ich erst, wenn ich selber vollkommen ohne selbst zu werden schauen kann. Das ist das große Problem des stochastischen Denkens. Man weiß alles in den Büchern, in der Psychologie sind all die Phänomene eigentlich schon entdeckt. Die Schwierigkeit, sie werden im selben Moment wieder zunichte gemacht mit raumzeitlichem Denken. Man weiß zum Beispiel, dass wenn du dich mit irgendeinem Thema auseinandersetzt, dich schlau machen willst, dass du nicht wirklich schlau wirst, wenn du das mit deiner jetzigen Logik machst. Das ist die Falle zum Beispiel bei Sekten. Wenn du Sektenanhänger bist, hast du ein gewisses Programm. Und wenn du jetzt anfängst, mit diesem Programm deinen eigenen Glauben zu überprüfen, wird dir das immer logisch erscheinen. Und du wirst, wenn du mit einem Glauben den überprüfst, einen Glauben logisch überprüfst, der dir unlogisch erscheint, wirst du immer mehr Beweise finden, dass das ein Blödsinn ist, der andere Glaube, weil er unlogisch ist. Das heißt, wenn du wirklich einen anderen Glauben Ja, überprüfst, ist genau. es eine Grundvoraussetzung, dass du deinen eigenen Glauben erst einmal vollkommen außen vor lässt und lernst unlogisch zu denken, sonst kannst du dich in einen anderen Glauben gar nicht reindenken. Du wirst die Kehrseiten niemals sehen, wenn du mit den Kehrseiten, mit dem Verkehrten nichts zu tun haben willst. Richtig, ja. Dazu habe ich die Metapher benutzt, wenn deine Logik Basic-Logik ist, altes Betriebssystem aus den 60er, 70er Jahren, dann kannst du mit deiner Logik Windows oder Linux-Logik so lange OS-Logik überprüfen, wie du willst, du wirst nur Fehler finden. Das, weil du die Verkehrszeiten sofort ablockst, weil du gar nicht zuhörst, da sind die mit dem Daumen nach unten. Wenn du ein heiliger Geist bist, wird dir alles richtig erscheinen und du kannst dann genau sagen, was für ein Puzzlestück das von deinem eigenen heiligen Ganzen ist, was du noch nicht gesehen hast. Darum sind diese einfachen Sätze. Wenn du nur bestrebt bist, in Maßsetzung deiner Logik alles richtig zu machen und nur das Richtige zu sehen, bleibst du blind. Du musst dich für das Verkehrte interessieren, wie ich immer als Udo so schön sage, du wirst nie begreifen, dass das kein Becher, sondern eine Tasse ist, wenn du dich nicht mit der Kehrseite beschäftigst. Wenn ich sage, das Ding hat doch einen Henkel. Was sage ich, ich sehe keinen Henkel. Du siehst sowieso laufend Sachen, die du nicht siehst, weil das jetzt, dass da mal ein Monitor ist, bestehend aus flackernden Lämpchen. Das ist der erste Schritt, den ich mir wünsche, dass du Ja. dir jeden Moment bewusst machst, was ist jetzt auf meiner VR-Brille zum Beispiel da? Eine Zeitung, ein Monitor, Fernseher, Geräusche von einem Lautsprecher, das auch sinnlich wahrgenommen. Egal, was High-End ist, das mag noch so gut High-End sein, wenn die sagen, oder setz deinen Kopfhörer auf und dann kreist was um mich rum. Das ist billiger Budenzauber. Wenn du wirklich hörst, was du hörst, dann wirst du feststellen, das sind niemals Menschen. Es gibt in deiner ausgedachten Welt bloß wirklich eine Anlage, was ich demonstriert habe, wenn ich immer sage, ich habe Leute eine Brille aufgesetzt, dass die nichts sehen. Dann habe ich eine Aufnahme gemacht von einem Text. Dann erkläre ich ihnen was.
Ich sage, mach die Augen zu und ich fange zum Sprechen an. Und jetzt hör mal genau auf den Klang meiner Stimme. Und während ich erkläre und die Augen zu, lasse ich lückenlos dann die Aufnahme aus dem Studio laufen. Ich schalte während des Sprechens von einem zwischen einem Satz auf dem anderen auf die Aufnahme um. Ja. Und dann schleiche ich mich ganz leise weg und dann sage ich dann plötzlich, und jetzt mach die Augen auf. Ja. Und dann machen die Augen auf und die haben ja die ganze Zeit, wo ich 2 Meter, 3 Meter vor ihnen gestanden, die haben nicht gemerkt, wenn ich weggehe. Das ist echt. Und ich garantiere dir, egal welche super teure Anlage du hast oder welchen Kopfhörer du aufsetzt, der angeblich so echt und 3D ist, du merkst sofort, wenn ich umschalte. Ich definiere echt anders. Okay. Das gibt es mittlerweile übrigens nicht mehr. Das wäre dann auch nur mit eigenen Aufnahmen möglich. Aber das habe ich demonstriert. Und da waren ja die Testredakteure, die bei mir da waren, alle, zum damaligen Zeitpunkt alle. Da gibt es nichts zu diskutieren. Ich rede von dem, was ist. Die Frage ist, wie macht er das? Und dann sagt er, Udo, ich mache gar nichts, du machst das. Ich habe bloß minimal dein Programm verändert. Wir müssen die Wahrnehmungsfähigkeit steigern. Und das Ganze passiert, indem du dein jetziges Leben immer wieder, sage ich, unangetastet lässt. Wir verändern nichts, egal wer du bist, was du machst, mach das weiter. Mein Rabbi, mach dein Rabbi weiter. Wenn du ein Lehrer bist, geh weiter in die Schule und lehr das, was du zu lehren hast. Du kannst trotzdem unterschwellig sehr, sehr viel bewirken, weil was du anderen tust, tust du letztendlich mir. Ich bin du, du bist auch alle anderen. Du wirst merken, die Sache mit den Geistesfunken in unserem Multiplayer-Modus, das sind sehr wenige. Die Masse, breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Es sind Affen, es bleiben sterbliche Säugetiere. Es sind Lebensabschnittsgefährten, die du dir ausdenkst und die wieder mit jedem neuen Gedanken in dich reinfallen. Und da musst du zuerst einmal deine innere Hemmschwelle überwinden, wo deine Moral so stark wirkt, dass du meinst, das ist was Böses. Nein, das ist göttlich. Erinnere dich, wie oft habe ich den Calvinismus angesprochen? Richtig. Diese ewige Diskussion, ja. Kommen wir danach in den Himmel oder in die Hölle? Und dann diese Behauptung, egal was irgendein Protagonist oder Antagonist macht, aber was Gutes macht oder was Schlechtes macht, bestimmt in keinster Weise, ob er in den Himmel kommt. Das ist schon die Falle. Oder in die Hölle kommt. Ja. Wenn oder. Egal, was du dir ausdenkst, egal, wen du dir ausdenkst, egal, wie der für dich in Erscheinung tritt, er geht dahin, wo er herkommt. Und zwar in dem Moment, wo du ihn nicht mehr denkst. Ja. Das ist das Phänomen des Traums. Ja. Das ist also was, ob du jetzt ein Krimi träumst oder Liebesgeschichte oder einen Horrorfilm träumst. Ob du jetzt gezielt momentan an den Bösen denkst oder an den Guten denkst, chronologisch, raumzeitlich verstreut, all diese Dinge sind hier und jetzt eine Information von dir, die für dich in dem Augenblick, zu existieren anfängt, wenn du dir das ausdenkst, weil du in diese Ecke reinschaust. Und sie lösen sich in dem Moment wieder auf und wieder in dich rein, diese Gedankenwelle, wenn du sie nicht mehr denkst. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist, was du als Geist jeden Moment, das, was fällt, du siehst immer nur das, was in dir fällt, ohne dass es in dir fällt. Die verborgene Harmonie des Widerspruchs. Das wirst du jetzt so lange, wenn du willst, 1000, 2000 Jahre, die übrigens jetzt sind, immer dran denken: eine Sekunde, 1000 Jahre. Beide sind Vorstellungen, die so lange existieren, solange du dran denkst. Wenn du jetzt in deiner chronologisch unbewussten Form 10 Minuten an eine Sekunde denkst, eine Sekunde, eine Sekunde, eine Sekunde, dauert die 10 Minuten. Und wenn du jetzt eine halbe Sekunde lang an 1000 Jahre denkst, dann dauert diese existierenden, ausgedachten 1000 Jahre eine halbe Sekunde. Aber genau genommen sind die im ewigen Jetzt. Immer und für einen unendlich kleinen Moment an der Oberfläche. Das ist das Nichts und das unendlich Große und Kleine verschmilzt jetzt in eine vollkommen neue Wahrnehmungsqualität. Und die Sachen, die ich jetzt versuche in Worten zu fassen, kann ich immer nur einen Satz sagen. Das, was ich versuche dir zu erklären, zuerst einmal das, was du selbst bist, wird durch
das ich jetzt spreche, das du hörst, zerstört. Du bist der Spiegel, der Wellen aufschmeißt, und der Wasserspiegel wird durch Wellen zerstört. Nichts Negatives. ZR heißt die Geburt von Berechnungen und das heißt zu Form werden. Er nimmt eine Form an. Du wirst zu etwas. Et 70 zu 100 zu einer augenblicklichen Erscheinung, zum Beckenblick. Aber die verborgene Harmonie der Dinge, was ich am Anfang gesagt habe, alles, was existiert, auch eine Zerstörung, benötigt das genaue Gegenteil, um wirklich dann das absolute Nichts zu sein. Das Plus 5 und das Minus 5 zerstört nicht, das ist Gleichzeichen. Sondern es macht das ist Gleichzeichen, diesen Punkt zu dem, was er wirklich ist. Darum sage ich, alles, was du dir vorstellst, ausdenkst, die Spiegelungen, immer dran denken, in einem Spiegel gibt es keine, es gibt eine BRIT im Spiegel. BRIT ist ein TE, ein Wachraum, Elef gelesen, ein Traum, eine Höhe, Höhe, HWH, und die Tiefe, der gespiegelte Intellekt ist eine Illusion. Es sind viele, viele Facetten von einem einzigen Intellekt. So wie alle Bilder auf dem Bildschirm immer aus einem einzigen Konstrukt, aus einem speziellen Konstruktprogramm entstehen. Darum sage ich, in einem Videospiel, wenn du in einer offenen Welt rumreist, jetzt in dieser virtuellen Welt, egal was auf dem Bildschirm prinzipiell auftaucht, es ist auf dieser statischen, auf dem Konstruktprogramm drauf. Das ist ein nomenaler Schwammen halt. Du wirst merken, du lebst immer in der Welt deiner Interessen. Wenn du die Reife hast, würde dich das mehr interessieren. Wenn dich das jetzt interessiert, weil du eigentlich dich schon lieber was anderes tun würdest, Kaufmannsdenken wird es gar nichts nützen, um solche lass es, mach das weiter, was du weiter machst, das ist eh maßgeschneidert. Deine Traumwelt ist wirklich jeden Moment, es reagiert ganz anders, wie du dir das vorstellst. Das ist erschaffen, diese Welt ist erschaffen, dass du Geist wächst, dass du immer mehr zu Liebe wirst, die du eigentlich ursprünglich bist, zumindest wenn du ich bist. So, jetzt lassen wir es gut sein. Spielen wir noch eine Runde Danke. Mensch. Und das ist die Leichtigkeit des Seins. Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Also wie innen so außen. Ich sage immer wieder, immer dran denken, mit dem Spiegel, wenn du lächelst, wenn du lernst zu lächeln und zu lieben, mit Geduld, dann wird sich um dich herum die Welt verändern. Die können sich gar nicht dagegen wehren, dafür sorge ich in deinem Traum. Wenn du nur voller Hass und voller Feindbilder bist, wird es immer finster um dich herum machen. Du bist der Richter über alles und jeden. Und deine Richtersprüche vollstrecke ich an dem, der du zurzeit zu sein glaubst. Da ist kein böser Gott, du bist der Bestimmer. Ich bin bloß dein Diener und führe deine Richtersprüche aus. Bis gleich. Tschüss. Danke. Ciao.